Hallo und herzlich willkommen bei eurem Schulle zum nächsten Part Naruto Ultimate Ninja Storm. Achso, kann ich? Doch, kann ich kaputt machen. So, dann jetzt erstmal schönen Dank fürs Einschalten mal wieder. So, was haben wir noch? Hier noch irgendwas kaputt zu machen? Yep, du da. Ansonsten auf der Karte. Ach nee, da ist ein Questgeber im Westen. Okay, den holen wir uns mal. Nee, halt, das ist Osten. So. Ja, was heißt Questgeber zumindest? War das Hinata? Nee, ne? Zumindest können wir da mit einem reden, der uns ja Quest oder eventuell noch irgendwie eine Tauschmission oder was gibt. Da unten ist er. Ach, da. Ne, Azuma ist es nicht. Ich erlebte, wie dieses Kind von Liebe und so brabbelte, während es gerade im Wald trainierte. Worum ging es dabei? Sie hatte so eine seltsame Aura um sich herum. Das hat mir Schauer über den Rücken gejagt. Eine neue D-Rang-Mission. Mhm. Schauen wir uns die doch direkt mal an. Ja, störe Ziele, warum blinkt das? Seid ihr noch nicht geschafft? Oh, doch, habe ich. 200, yeah. Sehr schön. Yay! Yeah. Neue C-Rang-Mission. Gut. Erstmal zurück zu den D-Rang. Oder C, was haben wir hier? Zerstöre die Ziele. Zerstöre 400 oder mehr. Mhm, okay. Das ist quasi die Steigerung. Was haben wir hier? Sakura beim Training. Hm? Sakura scheint zurzeit härter denn je zu trainieren. Niemand weiß warum, aber hilft ihr dabei. Also, ich muss gegen Sakura kämpfen. Lande mindestens 3 Extra-Treffer gegen einen Feind am Boden. Okay, mal gucken, ob das was wird. Ein Missionsinformationscharakter ist auf der Stufe aufgetaucht. Nimm die Kartenmarkierung. Bla, bla, bla. So, da unten am Wasser. Gut. Kamera, dreh dich endlich. Mann. Ah, da kann ich speichern. Achso, geht nicht, weil auf Mission. Verdammt. So, und jetzt hier am Wasser entlang Richtung Osten. Irgendwo da. Also. Aber hier kann ich noch was kaputt machen. So, dann schauen wir mal, was hat Sakura denn? Gut, fangen wir mit dem Training an. Mann, die steht voll unter Dampf. Darauf kannst du wetten, es gibt nichts Stärkeres als eine Frau, die ein Ziel hat. Hm? Du warst schon immer stark. Nicht stark genug, um mich zu besiegen, aber... Oh. So, mutig, mutig. Um seiner Liebe willen. Ich muss stärker werden, wenn ich mein Ziel erreichen will. Irgendwie machst du mir Angst. Aber was soll's. Jedes Training ist etwas wert, denke ich. Und ich bin bereit, wenn du es bist, Sakura. Mhm. Okay, da könnte ich jetzt das noch wechseln. Gut. Achso, jetzt kann ich auch wechseln, mit wem ich kämpfen will. Ah. Okay. Cool. Na gut, ich nehme erstmal Naruto. Achso, jetzt die Hilfe, okay. Nehme ich einmal Sasuke und ich glaube Neji. Hä? Fuck. Okay.
Ich dachte, hätte ich noch was ändern können, aber dem war nicht so. Oder ich habe es verpennt. Gut. Alter. Verdammt. Ich so, oh, toll. Verdammt. So, was hat Neji drauf? Ach, die Umwandlung. Oh, was jetzt? Alter, hallo. Ah, Briefbombe. Oha, was jetzt? Alter, lass mich doch mal. Mein Gott. Oh, reicht das? Jo. Und kaputt. Gut. Hm? Ach, das muss ich ach du Scheiße. Okay, ich hatte nicht daran gedacht, dass das nicht optional ist. Fuck. Okay. Na gut. Fuck. Ausgewichen. Ja, am Arsch. Verdammt. Ah. Hm.
Alter. Na komm, einmal versuche ich es jetzt noch. Puh. Mann. Ja, natürlich. Steh auf. Meine Fresse. Na toll. Mein Gott, jetzt komm doch mal hierher. Gott. Ich muss dann aber auch mal die Chance kriegen zu treffen, wenigstens. Meine Fresse. Ey, das ist mir jetzt echt langsam scheißegal. Sorry, aber ne. Also. Auf die Kacke habe ich ja mal gar keinen Bock. Soll so ein Blödsinn. So greifen kriegt man sie nicht. Wenn sie am Boden liegt, dann schleudert man sie mit seinem Angriff weg. Man kommt nicht rechtzeitig hin. Mann, Mann, Mann. So, weg. Drauf geschissen. Mein Gott. Oh, die Mission ist auf jeden Fall noch da. Immerhin. Was haben wir hier jetzt? Lerne Chakra zu kontrollieren. Aha. Verbessere deine Wendigkeit. Was haben wir hier? Erreiche dein Ziel in 70 Sekunden oder schneller oder in 60 Sekunden. Okay, das versuchen wir noch direkt mal. Dann haben wir da auch alle drei Sterne in der Mission. Und das war ja dieser Baumwettlauf. So, und los. So. Ah, fuck, da war was. Und hinfort, jawohl. Oh, fuck. Ah, Dreck. Noch 15 Sekunden, um das unter 60 zu schaffen, wird ein bisschen eng. Ah, shit, ne, reicht nicht. Oh, doch. Oh, sauber. Sehr schön. Nun lad schon, komm. Jipp, geschafft.
sehr schön. 2000, 3000, 4000 und 4 blaue Blumen. Halleluja. Eine Geheimschrift ist hier aufgetaucht. Oh, yeah, 2 Stunden gespielt. Sauber. So. So. Mhm. 5000, 5000 und Gegenmittel. Yeehaw! So, da. Ach du Schande, sind ja immer richtig viele hier. Okay, dann erstmal Richtung Norden. Und auf dem Weg wieder möglichst viel kaputt machen. Ah ja, da. Da sind die Rollen. Waren sie das? Ne, halt, eine ist hier noch irgendwo. Da. Ah. Mensch, speichern. Warum steht das nicht automatisch auf Ja? Was soll das? Yep. So, und jetzt muss ich Richtung Südosten. Ja, damit. Na, halt da. Da irgendwo sind sie. Ach. Üben. Und die nächsten. Yep. Achso, hat er alle. Gut. Und irgendwo habe ich da 2 vergessen, wie es aussieht. Da. Okay, und dann sind da im Osten auf der einen Brücke noch welche. Halt, Osten, da lang. So, irgendwo hier jetzt. Da. Gut, alle eingesammelt. Sehr schön. Dann Missionsliste. Lerne Chakra zu kontrollieren. Da ist mir jetzt wieder mal gespannt. Nach Abschluss der 2. Aufgabe machte Naruto dann mit der 3. und letzten Aufgabe weiter. Für jeden Ninja ist Chakra-Kontrolle extrem wichtig. Kann Naruto bis in die Gipfel des Baumriesen steigen? Klettere in mindestens... Wahrscheinlich eher maximal, meinen sie damit. 1,30 auf dem Baum. Aha. Okay. Mal gespannt, was das jetzt ist. Ich habe meine Wendigkeit wirklich verbessert. Wenn das weiter so schnell geht, bin ich im Handumdrehen bei der letzten Aufgabe. So viel ist sicher. Als letztes steht das Training in Chakra-Kontrolle an. Da zeige ich doch meine Fertigkeiten in Chakra-Kontrolle und klettere direkt bis in den Wipfel dieses Baumriesen. Lerne, wie man Chakra kontrolliert. Okay.
Steige in die Spitze des großen Baums und meide die Äste. Bewege zum Klettern den linken Stick nach links oder rechts. Außerdem kannst du, weil du unterwegs Schriftrollen aufgenommen hast, Items bekommen, die dir beim Baumklettern helfen und deine Zeit verkürzen. Auf der nächsten Seite erfährst du Näheres. Diese tollen Säcke für Geschwindigkeitsschub und Vorbeiteleportieren und Hindernisse vermeiden ist der Holzstamm, also das Jutsu des Tausches. Nutze beides zu deinem Vorteil und erklimme die Spitze noch schneller. Okay. Okay, also nach vorne drücken muss ich nicht. Achso, und dem muss ich ausweichen. Alles klärchen. Aha. So. Oh, fuck. Oh. Oh shit. So. Und Attacke. Oh, links, rechts, hast du nicht gesehen? Oh, scheiße, und elegant dran vorbeigesprungen. Jawohl. Na gut, einmal habe ich einen Baum geküsst. Aber das war wenigstens auf jeden Fall machbar. Bin gespannt, wahrscheinlich gibt es da auch wieder schwierigere Abstufung von der Mission, dass du die in, was weiß ich, maximal einer Minute oder was schaffen musst. So, 2000 Ryu und eine Chakra-Erholungspille. Eine Geheimschrift, ein Zutatenbeutel. Yay! So, oh ja, viele. Dann gehen wir erstmal nach Süden. Yay, 5000 Schritte. Hä? Okay. Ach da, okay. War der letzte, sagst du? Sehr schön. Nimm mal hier irgendwo noch welche. Da. Alle erledigt? Yep. Dann da oben, ja, nordwestlich jetzt von hier. Ah, die liegen wenigstens einfach nur so rum. Boah. So, genau, dann habe ich jetzt nämlich alle eingesammelt. Dann gucken wir mal bei Iruka vorbei. Was der Tolles für mich hat. Hilfs-Ninjutsu. Tja. Nehmen wir mal das und die Jennis. So.
Ein neues Hilfs-Ninjutsu kann jetzt im Kampf angepasst werden. Yay! Yeah. Hier irgendwo war noch dieser Zutatenbeutel. Moment, jetzt aber zurück und hier lang. Da oben oder? Wo soll das sein? Okay. Alles klar. So. Natürliches Salz. Jutte. Ja, toll. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Alter. Also die Kamera ist echt. Bin ich hier über dem Baum? Anscheinend nicht. Schade, schade, schade. Ach, da ist der Speicherpunkt. Gut. So, dann wollen wir nochmal speichern. Und damit ist der Part auch schon wieder vorbei. Ja, ich hoffe, wie immer, euch hat es gefallen. Und dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Schulle.